In einer Protestaktion hat die Fahrgastinitiative Lokalbahn heute auf die allmorgendliche Überlastung der Lokalbahn aufmerksam gemacht. Vor allem zwischen Oberndorf und Salzburg heißt das Pendlerschicksal dort stehen. 9000 Fahrgäste pro Tag weisen die offiziellen Stadtwerke-Statistiken auf dieser Strecke aus. Jährlich werden es 5 bis 10% mehr. Aber inzwischen kehrt sich die Erfolgsgeschichte der Lokalbahn gegen die Passagiere. Die Pendler aus Oberndorf warten am Bahnhof auf ihren Zug, der um 6.38 Uhr planmäßig abfahren soll. Die Aktionisten verteilen Flugzettel und erklären den Fahrgästen, worum es ihnen geht. Es brennt, wir brauchen neue Triebwagen und diese Aktion dient dazu, darzustellen, dass man kaum Platz hat in den Triebwagen und dass wir, wenn wir so weiter tun, in die Morgenspitze gar nicht mehr reinkommen werden in die Züge. Der bittet Sie jetzt zum Bahn zu kommen und hier sich aufzustellen. Wir werden Sie wirklich sachgerecht und freundlich und sanft hineinschubsen. Aber es ist dramatischer, als vielleicht manche Stadtwerke-Menschen sich das vorstellen. Die Pendler werden von den Aktionisten, den selbsternannten Einidrängern, nach japanischem Vorbild weiß behandschuht, in den Zug hineingeschubst. Die Fahrgäste halten die Aktion für durchaus angebracht. Ja, an und für sich finde ich es gut. Es fahren sehr viel damit mit dem Zug. Es werden immer mehr, aber die Züge werden aber weniger, immer viel. Was soll man sagen? Schauen Sie einmal da rum. Das ist eine totale Vielwirtschaft. Da sieht man doch, ich stehe nicht nur ich, es stehen ja Dutzende von Leuten im Wagen herin. Und ist da die Sicherheit noch gewährleistet? Wenn jetzt eine Vollbremsung ist, was passiert? Sie merken es ja selber, wenn die Stationen angefahren werden. Es bremst und die Leute fallen nach vorn. Und bei einer Notbremsung braucht man nichts mehr sagen. Die Fahrgäste kommen sich vor wie in einer Sardinenbüchse. Viele sind verärgert. Es ist so, die Landesregierung haben sich zusammengesprochen, dass sowohl Salzburg und Oberösterreich 30 Millionen Schilling, was ein Triebwerk circa kostet, zur Verfügung stellen. Und wir natürlich jetzt schon seit über einem Jahr versuchen, dass die Stadtwerke so nett wäre und eventuell den Trimming auch bestellt. Doch auch wenn die Stadtwerke neue Triebwagen geschenkt bekommen würden, könnten die Betriebskosten nicht finanziert werden, sagt Stadtwerke-Direktor Jörn Kanyak.